Es gibt schon den ersten großen Fail. Ach, jetzt muss ich so lange das hier aushalten, oder was? Aber Hella hat dann wohl erstmal kein Handy. Hach! Irgendwas habe ich dann ja gut bei Hella. Hey, hey Leute! Und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns! Das werden die letzten Minuten sein, die wir hier auf dem Fußboden stehen, denn die nächsten 24 Stunden werden wir es uns auf dem Sofa gemütlich machen. Hella, wie sehr magst du dieses Sofa auf einer Skala von 1 bis 10? Ich liebe das Sofa. Es ist eine 100 von 10. Eine 100 von 10. Hella verbringt hier sehr viel Zeit und guckt dabei auf dieses schwarze Gerät da drüben. Sehr oft und sehr lange. Und jetzt darfst du es einfach 24 Stunden für dieses Video machen. Wie cool ist das bitte? Ich freue mich. Ich glaube, das Video wird noch cooler als das Video im Bett. Wir müssen jetzt erstmal ausmachen, wie viele Joker haben wir. Ja, zwei. Wie oft dürfen wir auf zweimal. Haben wir letztes Mal bei Mattes im Transporter auch gemacht. Ich würde sagen, wir nehmen einfach ganz schnell jeder eine Tüte und packen unsere Sachen und treffen uns in 10 Minuten hier. 5 Minuten. Es ist jetzt 15.07 Uhr, also um 15:15. Und um 15:45 geht das Video los. Und dann dürfen wir das Sofa nicht mehr wieder verlassen. Ich war eben einkaufen und Leute, ich brauche die Mikrowelle. Ich habe mir halt sowas zu essen besorgt, wofür ich die Mikrowelle brauche. Und jetzt muss ich die hier erstmal abbauen. War das der richtige Stecker? Ja. Oh, du nimmst schon wieder eine ganze Mikrowelle mit. Ja, muss halt sein. Will ja auch satt werden. Die Mikrowelle steht schon mal. Ich glaube, ich habe nur noch 2 Minuten. Also beeilen wir uns mal. Nicht erleichtern. Das waren ihre Tomaten. Unser Bett. Hast du dir nichts mitgebracht zum Schlafen? Wir haben doch aber nur eine Bettdecke. Mein Handy ist irgendwie noch weg. Ich muss noch schnell mein Handy holen. Und los geht's. 24 Stunden auf diesem Sofa. Okay, aber du musst 5 Minuten länger bleiben, weil ich saß halt schon vorher drauf. Wie siehst du das eigentlich so mit Sachen Pflege? Wie meinst du das? Weil ich habe ja gesehen, du hast hier ordentlich Essen und sowas. Hast du auch Pflegeprodukte mitgenommen? Meinst du zum Beispiel eine Zahnbürste? Oh, ich dachte, ich hätte sie jetzt. Ich dachte, sie hätte nichts mitgenommen. Ich dachte, du hättest das auch vergessen. Nee, ich habe es extra hier drunter versteckt, damit du es nicht siehst. Und ich dachte so, Hella, vergiss das bestimmt. Und ich habe mir sogar noch eine andere Schlafhose mitgenommen und noch ein T-Shirt, falls es mir zu warm ist im Pullover und so. Also ich habe, glaube ich, an alles gedacht. Ich habe nur diese kurze Hose angezogen, weil ich auf die schnelle keine lange Hose gefunden habe. Wie machen wir das eigentlich? Darf ich nur meine Sachen benutzen, die ich mitgenommen habe und du nur deine? Naja, wenn man teilen will, darf man auch teilen. Aber sonst, die Person, die es mitgebracht hat, darf entscheiden. Okay, was machen wir jetzt? Chill. Wir bräuchten so eine Wii, weißt du, dass wir so Videos spielen. Ja! Oh, wir sind so dämlich. Das wäre so cool. Warte mal kurz, wo ist mein Handy? Wo ist die Fernbedienung? Tom, wo ist die Fernbedienung? Nein. Warst du vorher noch auf Klo? Nein. Ich auch nicht. Uns so um die Sachen gekümmert, die so offensichtlich sind, aber nicht um die unoffensichtlichen Sachen. Guck mal, das haben wir sogar schon vorher vorbereitet. Hier ganz viele Pakete hingestellt, weil wir morgen einen Livestream auf dem Sofa machen werden. Aber Hella hat dann wohl erstmal bis zu ihrem ersten Toilettengang kein Handy, keinen Fernseher und kein Handy. Leute, was ist das? Jetzt müssen wir halt Spiele spielen. Verstecken. Ja, auf dem Sofa. Ey, weißt du, was ich früher immer gemacht habe? Ich habe mir eine Höhle gebaut. Hast du es auch gemacht? Ja, ganz früher. Ja, ist aber ich habe immer das hier gemacht. 1, 2, 3, 4, Daumen, Daumen, catchen. 5, 6, 7, 8. Ich mach dich platt. Nee, ich wusste nicht mehr, wie das geht. Und jetzt kämpfen wir, oder was? Okay. Das war knapp. Ja! Nein! Ich hab gewonnen. Ella hat gewonnen. Ich hab gewonnen. So, schon die ersten 5 Minuten rum. Aber ich bin echt dafür, dass wir eine Höhle bauen. Das finde ich cool, dass es so gemütlich ist. Wir bauen eine Höhle. Ich stelle euch hier ab. Ella, ob das so schlau ist, dass du schon wieder was trinkst? Das stimmt. Ja, ich weiß schon, wer als erstes auf Klo muss. Aber ich glaube, sie geht gleich freiwillig, damit sie ihr Handy holen kann. Wenn die Hütte ihr zu langweilig wird. Ich bin, glaube ich, zufrieden. Also ich würde sagen, wir klappen die Teile hier nach oben alle. Ja, wir lassen eins so. Nee, da kann man so hier hinten noch so Geheimfach, weißt du? Ich habe hier einfach ein Bettlaken mitgebracht, weil ich dachte, wir beziehen das Sofa, aber damit können wir die Hülle bauen. Wir die Decke. Eigentlich bräuchten wir das Stativ, weißt du? Ja. Okay. Oh, die stinkt irgendwie. Ah, ja! Also ich würde sagen, wir ziehen das hier jetzt erstmal so drüber. Ich will die Hülle halt hier drüben machen. Hier ist viel mehr Platz. Oder über die Lampe. So? Vielleicht ist das zu weit oben, weil dann ist keine Höhle mehr, oder? Oh Mann! Ich bin der Höhlenprofi, ich habe früher immer Höhlen gebaut. Ich mach da über die Lampe. Nee, das hält doch gut. So. Ja, aber das muss ja zu sein, damit es eine Höhle ist. Okay. Ja, aber irgendwo ist der Eingang. Ja, so ist ja wohl richtig dumm. Wieso? Oh. Ja, wir machen einfach nur hier. Der Höhlenprofi hat mal wieder eine richtig gute Arbeit geleistet. Wie sollen wir uns gleich in die Höhle reinlegen? Ja. Eine Höhle geht weiter nach oben. So ist ja wohl richtig dumm. Das ist die Höhle. Obwohl, es ist eigentlich gemütlich. Schau mal. Tschüss. Hallo.
Wie gefällt es dir? Ist halt so witzig. Ja. Ja, es geht. Es wäre halt schön, wenn es noch irgendwas geben würde, dass es das hier noch so nach oben hält. Ja. Ich hätte mal diese Kamerastative mitbringen sollen. Ja, das wäre halt besser gewesen. Naja. Schau mal, dann hätten wir das in dieses Loch und dann nach oben. Okay, zeig mal dein Gesicht dadurch. Hallo! Man sieht eigentlich nur deine Nase und jetzt deinen Mund. Ich kann es auch nicht mehr aushalten. Es stinkt hier so drin. Es geht gar nicht mehr. Höhlenmission gescheitert. Da wollte ich dich auch nochmal fragen, was ist das hier? Das ist ein Meerjungfrauenkostüm oder eine Meerjungfrauendecke. Da kann man so rein und dann ist man eine Meerjungfrau. Keiner, wirklich. Wie witzig ist das halt? So schläfst du heute Nacht, ne? So werde ich halt auf jeden Fall heute Nacht schlafen. Sie sieht aus wie so ein Walross eher. Sorry, nein, so war es nicht gemeint. Hey, das ist so gemein. Walross, nein, zeig mal deine Füße. Die haben so, weißt du, so eine Zweierflosse. So eine Zwei- und die können die einzeln so bewegen. Genau so. Das sind Walrosse eigentlich eher. Ach Mann. Das war nicht gegen dich, oder? Aber ich hätte gerne so eine zum Schwimmen. Lass mal auf unsere Instagram-Seite, die wir so einmal im Jahr aktivieren, ja. Aktivieren, um dort einfach mal unsere Zuschauer zu fragen. Ja, dann hol doch mal dein Handy raus, Hella. Ich weiß aber gerade auch gar nicht, wo mein Handy ist, ehrlich gesagt. Hier. Dann machen wir mal eine Story. Hallo Leute, wir melden uns auch mal wieder hier auf dem Kanal. Und wir wissen nicht, was wir jetzt machen können. Also schreibt es gerne mal hier in den Fragesticker. Hoffentlich habt ihr gute Ideen für uns. Stell dir mal vor, du hättest das Bild hier so nah ans Sofa rangestellt. Dann hättest du einfach vom Sofa aus malen können. Aber wenn du auf Klo gehst und dann hier die Fernbedienung und dein Handy holst, kannst du ja das theoretisch eben schnell hier ranstellen. Wenn du ganz schnell bist, weißt du so. Wenn ich richtig schnell. Zack, dass keiner sieht. Einmal rüberschmeißen. Dass keiner mitbekommt. So, für die Gemütlichkeit mache ich das Rollo runter und das Licht mache ich hier an. So, mir ist schon richtig warm, deshalb ziehe ich mal meinen Pulli aus. Und jetzt habe ich Hunger. Mittagessen ruft. Ich habe mir leckeres Hühnerfrikassee in der Mikrowelle mitgebracht. Die Mikrowelle steht da drüben, das habt ihr schon gesehen. Eine Gabel. Hast du Besteck für dich? Ja. Tom vertraut mir nicht. Er denkt, ich hätte alles vergessen. Ich hab's gehofft. Sehr schön. Und jetzt 5 Minuten warten. Und was hast du so Leckeres zu essen dabei oder hast du noch keinen Hunger? Ich bin so ungelenkig und unbeweglich mit dieser Flosse. Schau mal, was ich mir mitgenommen habe. Nein. Aioli. Nein, dann stinkst du hier die ganze Zeit. Ja. Nein. Extra. Ich habe mir extra Brötchen gekauft. Schau, das ist richtig nice. Boah, geil. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Ja, solltest du auch sein. Und außerdem habe ich noch das. So, dann werde ich das hier jetzt mal essen. Also ich würde sagen, immer wenn man was von dem anderen möchte, musst du eine Aufgabe erfolgreich erledigen. Was denn? Wir werden gleich eine Challenge machen. Die muss ich mir noch überlegen. Und wenn du gewonnen hast, dann darfst du die Aioli. Wenn ich aber gewinne, darf ich auch etwas von dir. Okay, und was wird's sein? Ich werde das erstmal zu Ende genießen. Was können wir für eine Challenge machen? Luft anhalten. Das ist ein Deal. Wollen wir uns gegenseitig die Nase zuhalten? Damit das auch nicht geschummelt wird. 3. Mit welcher Hand hältst du mir jetzt die Nase zu? 1-0. Ja. Ich muss halt die ganze Zeit mir das Lachen verkneifen. Ich auch. Also als das Pling kam, so Ruhe die ganze Zeit und dann so Pling. Ja, okay, du darfst einen Haps. Schön ein Bissen von diesem Aioli-Brötchen. Jetzt wird das selbst so die Hälfte davon nehmen. Ich sehe es halt kommen. Hast du dir einen Teller mitgenommen? Eigentlich habe ich die Schüssel mitgebracht, aber ich will daraus morgen früh eigentlich auch noch... Wieso ist da Wasser drin? Du hast die Schüssel nicht mitgebracht. Da waren meine Tomaten drin. Oh. Ganz selbstsicher. Eigentlich habe ich die Schüssel mitgebracht. Naja, auf jeden Fall habe ich mir auch eine Schüssel mitgebracht. Die ist da vorne in der Tüte. Aber die brauche ich morgen früh noch. Deshalb werde ich jetzt hier aus der Verpackung essen. Ich will ein bisschen was vom Reis. Lass uns Ching Chang Chong machen. Eine okay. Gabel Reis. Eine Gabel? Hey, ich durfte auch nur einen Haps. Ja, dann Löffel. Löffel. Ching Chang Chong. Ja! Dreimal. Das kam jetzt ziemlich hinterher. Ja, genau. Dann musst du aber in einem Haps essen. Nee, ich nehme noch meine Schüssel. Das ist so frech. Schmeckt's? Mm, ja, der Reis ist gut. Hauch! Ich lasse das lieber noch ein bisschen abkühlen. Ich schaue gerade aber in der Zwischenzeit mal eure Antworten an. Hier sind schon sehr, sehr viele. Eine schreibt, Fernsehen gucken. Ja, geht schlecht. Schnick, schnack, schnack. Steht hier wirklich. Schnick, Schnack, Schnuck war wahrscheinlich gemeint, aber das haben wir schon gemacht. Kissenschlacht, das ist nice.
Kissenschlacht. Also hier schreibt jemand 48 Stunden. Nee, noch nicht. Noch nicht. Es geht noch nicht los. Ich muss hier, Vorsicht, hier ist noch Essen. Hier schreibt jemand 48 Stunden ohne Handy. Wir sind ja nur 24 Stunden hier drauf, aber du könntest ja auch mal 24 Stunden ohne Handy überleben. Ich bin gerade eh schon ohne Handy. Ja, deswegen sage ich es ja. Boah, Nicht-Lachen-Challenge ist auch gut. Die können wir gleich auch noch machen. Ja. Ich habe jetzt den Hühnerfrikassee in Hellas Schüssel getan. Es war ja leider doch nicht meine. Hella hat sich auch noch was Neues gemacht. Kraut. Auch noch. Kraut. Das habe ich auch noch eingepackt. Krautsalat. 12 Sekunden später. Nach dem Essen muss erstmal verdaut werden. Mir ist gerade aufgefallen, dass Tom einfach hier ein Haar hat. Das ist ganz komisch. Ich will es halt auch sehen. So lang. Eigentlich bin ich gar kein echter Mensch, sondern eine Marionettenpuppe. Und Hella hat die Fäden entdeckt. Shit. Reiß mir das raus. Ja. Hast du es? Ja, da. Du hast es in der Hand. Ja, schau dir das an, wie lang das ist. Ist ja ewig lang. Oha. Vor allen Dingen hast du das noch nie gemerkt. Nein. Das musste ja auch so lange erst mal gewachsen sein. Schön. Ich mache jetzt noch kurz ein bisschen weiter Mittagsschlaf. Jetzt habe ich verdaut. Bist du bereit für die nächste Challenge? Die Kissen. Nein, ich wollte dieses Kissen nehmen. Eine Kissenschlacht, keine Fußschlacht. Du darfst nicht zwei Kissen haben, das ist richtig unfair. Sie lacht einfach die ganze Zeit. Das tut so weh. Ja. Das gibt die Punkte, weißt du? Jetzt habe ich drei Kissen. Ich habe jetzt zum Glück noch eins. Abwehr. Ja, das war ein Punkt für mich. Au, au, au. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe gewonnen. Stopp, ich habe gewonnen. Wieso hast du jetzt gewonnen? Weil ich dich 10-mal am Kopf getroffen habe. Ah, oha, 10-mal am Kopf. Was machen wir als nächstes? Was habt ihr noch geschrieben? Nicht-Lachen-Challenge. Wir müssen beide so ein bisschen Wasser im Mund nehmen. Du, weißt du? Wir müssen uns in die Augen schauen. Also mal kranken. Ich glaube, wir müssen den Mund richtig voll machen, weil sonst lacht man, ohne dass was rauskommt, weißt du? Kann doch nicht sein, dass du zweimal das Zeug ausspuckst. Ihh, man sieht richtig die Spucke. Das ist ja furchtbar. Das ist echt eklig. Zum Glück bin ich nicht nass geworden. Jetzt hast du verloren und ich bin nass. Das passt ja nicht. Wahrheit oder Pflicht? Ich nehme Wahrheit. Was ist dir am unangenehmsten? Ich glaube, meine unangenehmste Angewohnheit ist, dass ich leider meine Fingernägel knabber. Das ist wirklich ein Trauma. Ja, ich weiß. Es ist wirklich nicht schön. Schaut euch Hellas Fingernägel an. Ja, sie sind Schaut euch meine kurz. Schönen Deine Fingernägel an. Deine sind wirklich schöner als meine. Wie kann das sein? Ja, Tom, wir lassen uns da nicht weiter drauf eingehen. Ich nehme Pflicht. Okay. Ja. So, Tom, dann würde ich sagen, du musst mal ausprobieren, wie unser Sofa denn so schmeckt. Hä? Also musst du jetzt das Sofa ablecken. Ja, okay. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Endlich mal wieder von Staub befreit. Es wurde auch echt Zeit. Man sieht hier richtig, wo ich geleckt habe. Hier. Ich glaube, da waren noch ein paar Fingernägel von dir zwischen. War in Ordnung. Gut, dann haben wir das auch hinter uns. Oder willst du noch einmal Pflicht machen? Nein. Wir machen jetzt einmal andersrum. Ich muss gleich Wahrheit nehmen und du machst Pflicht. Wenn nicht du wäre, Hella, würde ich diese Flasche axen. Das hat nämlich eine Folgeaktion, dass du dann irgendwann auf Klo musst. Oh nein, oh Tom. Das ist richtig schlecht, weil ich muss jetzt schon auf Klo. Oh. Das ist voll viel. Hä, das ist voll wenig. Das ist richtig viel. Das ist so viel. Cheers. Feuert sie an. Hella, 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 hella. Alter, wie langsam. Weiter, 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 weiter. Sie trinkt ja langsam als SpongeBob. Ist das ihre Lache? Nein, du hast verkackt. Mann, warum bringst du mich auch zum Lachen? Du musst noch eine Pflichtaufgabe machen. Los, SpongeBob. Saug den Schwamm voll. Saug den Schwamm voll. Gluck, gluck. Glück, 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 Glück. So wollen wir es sehen. Bravo, Applaus.
Oh, ekelig irgendwie. Okay, jetzt bist du dran. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Wahrheit, okay. Wir müssen mal das andere nehmen. Ja, ja, genau. Hast du schon mal darüber nachgedacht, mit mir Schluss zu machen? Das hast du letztes Mal, genau die Frage hast du letztes Mal gestellt. Ohne Witz, ja. Als wir 24 Stunden im Bett gemacht haben, hast du genau dieselbe Frage gestellt. Wolltest du dich schon mal von mir trennen? Ja. Das ist ja wirklich gruselig. Dann stelle ich eine andere Frage. Nein, jetzt ist es zu spät. Ich habe die Antwort wieder vergessen. Ja, nein, ja. Ich wollte dich was anderes fragen. Ach so. Und zwar, ich würde dich gerne fragen. 3, 2, 1. Hast du dich schon 0. mal überlegt? Zu spät. Die Zeit ist abgelaufen. Nein, hast du dir schon mal überlegt, war die Frage. Jetzt habe ich hab noch nie überlegt, okay. Wenn du wieder zurück in die Schule müsstest, ja. Würdest du das Angebot annehmen und dann quasi dein ganzes Leben lang zur Schule gehen? Oder würdest du lieber selber arbeiten? Selber arbeiten, hundertprozentig. Wie war die Frage doof? warte, noch eine Frage. Also, was nimmst du, weit oder weit? Pflicht. Okay, massier meinen Rücken. Weit. Jetzt kommt eine Frage. Ja, jetzt kommt eine Frage. Wenn du deine Sportart nicht ausüben dürftest, keine Ballsportarten, kein Angeln, kein Fußballspielen. Ja. Welche, kein Schwimmen. Also nur noch Reiten so. Alles außer was? Reiten. Was würdest du machen? Wenn du alles machen dürftest, außer Reiten, also alles nicht machen dürftest, nur Reiten. Welche Sportart würdest du machen? Einfach sinnlos, diese Frage. Gib mir deine Flosse. Also jetzt habe ich noch eine richtig gute Frage an dich. Ja. Würdest du lieber ja. eine Meerjungfrau sein? Nein, ja. Oder würdest du gerne Pegasus sein? Also entweder bist du ein Pferd, was fliegen kann, oder du bist halb Mensch, halb Fisch. Halb Mensch, halb Fisch. Und kannst schwimmen. Halb Mensch, halb Fisch. Und auch unter Wasser ja dann atmen. Ja. Ja, ich wäre eine Meerjungfrau, weil ich liebe Wasser und ich liebe Fische. Was wärst du? Pegasus. Ich wäre Pegasus. Ich finde das so nice zu fliegen. Stell dir mal vor, du kannst fliegen. Das stimmt, ist auch cool. Gut, das war's mit Wahrheit oder Pflicht. Ach ja, ich genieße es richtig, diese 24 Stunden hier auf dem Sofa und chillaxe einfach vor mich hin. Und Hella meinte gerade, sie muss auf Klo. Ich muss so dringend auf Klo. Ich glaube, du willst einfach nur zu deinem Handy. Nein, ich muss wirklich richtig dringend. Weil du mich gerade eben so eine ganze Flasche Wasser gefüllt ächzen lassen hast. Ja, dann hopp hopp und bring Fernbedienung mit, Handy mit und wenn du malen willst, deine Malsachen. Aber ganz flotty. Ja. 3, 2, 1, 0. Oh, perfekt. Alles mitgenommen. Das ging wirklich schnell. So, dann schauen wir doch mal, was es hier so im TV gibt. Also bei mir gibt's heute nur Pferdefilme, aber unfertige Pferdefilme. Du machst jetzt einfach so, drückst die ganze Zeit irgendwas und irgendwann sage ich Stopp und genau das gucken wir dann, okay? Okay, das ist eine coole Idee. Unten, 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 rechts, 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 rechts und das gucken wir. Was ist das? Lego Friends! Oh nein, nicht sowas. Wir sind bei Kinderanimationsfilmen gelandet. Wow, Heart Lake City. Ist ja wirklich wie bei Lego. Das ist halt voll cool eigentlich. 2 Stunden später. Wir gucken einfach seit, keine Ahnung, 3 Stunden diese Serie. Wir sind welche schon Folge? In der zweiten Staffel. Zweite Staffel schon. Ich wusste am Anfang gar nicht, dass das eine Serie ist. Auf einmal kommt die nächste Folge. Wie so findest funny. Du es? Also ich muss sagen, ich find's wirklich witzig. Ich habe auf jeden Fall in der Zwischenzeit hier meinen nächsten Snack ausgepackt. Und zwar diese Reiswaffeln. Und Hella hat hier irgendwie so einen Käse gegessen. Ich habe Kirschkäse gegessen und ich habe einfach die ganze Packung Aioli zu Ende gegessen. Und ja. Du hast deine zweite Flasche Wasser rausgeholt. Ja, und deshalb, ich muss jetzt schon wieder so... Nein, Hella. Oh. Nein. Ich versuche das jetzt noch irgendwie auszuhalten. Wie spät ist es überhaupt mittlerweile? Ich habe mein Handy irgendwie verloren. Ich sehe übrigens die ganze Zeit nur den halben Fernseher. Ich habe mich jetzt hier in die Mitte gelegt. Wie findest du das eigentlich? Also ich finde die Hälfte der Serie gut. Die andere Hälfte habe ich nicht gesehen. Warte mal, irgendwo hat es hier gerade vibriert. Da ist mein Handy. 21.45 Uhr. Wir sind einfach schon 6,5 Stunden hier. Ich muss mir gleich mal mein Abendbrot machen, weil ich esse die ganze Zeit nur diese Snacks. Also, ich habe mir diesen Nudelauflauf noch mitgebracht. Das ist letztendlich genau das gleiche wie eben. Wieder ein paar Löcher reinstecken und in die Mikrowelle. Während ich warte, esse ich Rote Beete. Oh mein Gott, du musst damit so krass aufpassen. Wieso? Wenn Rote Beete hier aufs Sofa geht, dann geht das nie wieder raus. Wenn man seine Aggression rauslassen muss. Wie lange muss das? 5 Minuten. Also das ist so was für richtig faule Menschen, so auf der Couch liegen und direkt daneben die Mikrowelle.
Mikrowelle. Willst du nicht eigentlich mal malen? Ich kann das nicht, wenn ich nicht stehen kann. Ich habe auch Angst, dass es aufs Sofa tropft. Ja, gut. Ich werde jetzt probieren, diese rote Beete zu essen. Ich habe da voll Hunger drauf, Ella. Wehe, das tropft aufs Sofa. In dieser Lego-Serie würde jetzt... Oh nein! Wir müssen das Sofa reinigen, bevor meine Eltern nach Hause kommen. Ja. Und dann so, das können wir nie im Leben alleine schaffen. Aber zusammen schaffen wir das. Und dann reinigen die das Sofa. Und jetzt kommt ein kleiner Tanz. Und selbst das Pferd tanzt mit. Die. Und dann würden sogar hier... Best Friends Forever! Ja, diese rote Beete-Dinger würden sogar tanzen. Boah, ich liebe rote Beete. Ich möchte auch was davon. Bitte, Tom. Es schmeckt so nice und ist auch so gesund. Die schmecken so nice. Das sah so witzig aus. Oh, das riecht schon richtig gut. Jetzt muss ich es noch eben abkühlen lassen. Eine Minute. Ich muss einfach leider so dringend abkühlen. Nicht im Ernst, Hella. Ich meinen zweiten Joker aufbrauchen werde. Du hast dann keinen mehr. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich den Tag morgen aushalten soll, aber es geht nicht anders. Ich muss jetzt leider auf Klo. Übrigens, habe ich schon erzählt, dass ich mich eigentlich umgezogen habe? Nein. Dann bring am besten deinen Schafskäse jetzt eben in den Kühlschrank, damit er nicht schlecht wird. Ja, hier. Ich kann gar nicht die Rollos runtermachen, fällt mir gerade auf. Das muss Hella gleich noch machen, sonst wachen wir morgen richtig früh auf. Bevor du dich aufs Sofa legst, mach bitte eben noch die Rollos runter. Nee, die anderen auch, bitte. Oh. Sehr gut. Thank you very much. Jetzt gucken wir Paw Patrol oder was? Ja. Warum? Ich will das unbedingt mal schauen. So, ich esse jetzt meine Nudeln. Paw Patrol, Paw Patrol. Das war's? Haben wir das gerade anderthalb Stunden geschaut? Ja. Aber jetzt ist es cool. 23.18 Uhr. Jetzt können wir schlafen gehen. Aber ich bin noch nicht müde, muss ich sagen. Was schauen wir jetzt? Noch mehr? Ist einfach ein Serienmarathon. Also ganz viele schreiben Yoga, aber das müssen wir, glaube ich, morgen früh machen. Ja, so zum Aufstehen schön. Ich habe gar nichts zum Frühstücken. Echt jetzt? Ich habe sehr viel. Es ist 2.30 Uhr. Halb drei? Okay, Tom, es wird Zeit zu schlafen. Vor allen Dingen, gar nicht. Haben wir bald schon die Hälfte rum. Krass. Jetzt schlafen wir einfach ganz lange, schlafen aus und dann... Machen wir einen Livestream und dann haben wir schon was geschafft. Stimmt. Aber vielleicht sollten wir vorher noch Zähne putzen. Und ich muss tatsächlich jetzt auch langsam mal auf Klo. Ich kann ja theoretisch dann im Badezimmer Zähne putzen. Du und ich nicht. Ich muss hier in eine Schüssel spucken. Ja, das will ich sehen. Los geht's. Hella. Das ist echt eklig. Soll ich denn eine Flasche eigentlich mitnehmen und die vielleicht auffüllen? Sonst verdursten wir halt. Ja, das wäre gut. Okay. Dann gehe ich auch mal Zähne putzen. Und auf Klo. Mein erster Joker. Hier, nimm das bitte auch mit. Ja, Tom. Es ist eklig. Also ich mach's mir hier schon mal gemütlich. Hier ist ein Wasser. Ich gehe jetzt schnell auf Klo. Ich bin zurück auf dem Sofa. Hella scheint schon zu schlafen. Mich wundert es nur, dass sie ihre Meerjungfrau-Flosse nicht anhat. Soll ich dir die anziehen oder was? Ja. So, Flosse hoch. Die Meerjungfrau kann jetzt gut schlafen, glaube ich. Decke noch drüber. Gute Nacht. Bin mal gespannt, bis wann wir morgen früh schlafen. Bis morgen. Oder heute. Es ist ja schon nach 0 Uhr. 11.10 Uhr. Hella. Es ist 11.10 Uhr. Ich würde sagen, es ist Zeit zum Aufstehen. Ich würde sagen, wir haben gut geschlafen. Wie lange haben wir bitte geschlafen? Aber ist auch Sonntag. Können wir ja gleich den Livestream schon anfangen. Ja, stimmt. Oh, ich mach mal Licht an hier. Oh. Oh, das sieht hier auch aus, ey. Hast du deine Flosse noch an? Ja. Ich muss so dringend auf Toilette. Was machen wir jetzt? Also ich habe noch einen Joker frei, den könnte ich dir natürlich geben. Ja. Irgendwas habe ich dann ja gut bei Hella, also vielleicht ist das ja ganz gut, wenn sie meinen Joker nehmen darf. Hella, geh auf Klo. Und bring bitte die Milch aus dem Kühlschrank mit. Dann können wir nämlich gleich frühstücken. Ich habe nämlich zum Frühstück Mini-Zimtos. Ich liebe eigentlich Zinni-Minis, aber ich glaube Mini-Zimtos ist einfach die Fake-Variante davon. Milch. Wie viele machst du denn in die Schüssel rein? Das war ein bisschen viel. Schmeckt's? Schmecken 1:1 genauso. Ich darf jetzt nicht mehr so viel Milch trinken, weil sonst muss ich auch noch auf Klo. Das stimmt und du musst noch 4 Stunden aushalten. Und schmeckt's gut? Mhm. Das ist ja lieb. Ram. Ich mache jetzt hier erstmal das Rollo hoch. Ah, ja, herrlich. Ich würde sagen, es ist Zeit für... Joga. Ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, das wird nicht mehr mit dem Joga-Gesundheit. Danke.
Oh nein! Ich muss niesen. Ist das Yoga? So macht man doch kein Yoga, das ist einfach nur ein Flieger. Hast du schon mal Yoga gemacht? Ich will meine Arme! Ja, du musst gehen. Die so ein bisschen nach außen. So. Eins, zwei. Ja! Okay, tauschen, du bist dran. Ich glaube, das hat nicht so viel mit Yoga zu tun. Eins, zwei, drei. Ich fliege! Okay, und runter. Das ging richtig gut. Okay, ich mache eine Yoga-Übung vor. Also, wenn du noch einmal niest, musst du das Sofa bitte verlassen. Was? Also, wie oft willst du noch niesen? Ich weiß es nicht, Hella. Jetzt machen wir Yoga. Merkt euch eins, Yoga am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Nächste Übung ist das hier. Das heißt Froschübung. Das ist falsch. Die müssen richtig auf den Boden. Ich bin nicht so dehnbar, so elastisch. So. Du könntest fast ein Frosch sein, Ella. Ella ist schon ein halber Frosch, glaube ich, mit ihren Froschschenkeln. Das war einer zu viel. Ich glaube, es ist langsam Zeit für den Livestream, oder? Wie spät ist es? Oh ja, es ist wo ist das Handy? Lass uns mal in 2:12 einen Livestream machen. Die letzten Vorbereitungen für den Livestream. Die Ohrringe müssen wieder rein. Ella hat sich umgezogen von der Schlafhose in die Jogginghose. Und unsere Koffer sind auch wieder gepackt. Wir können also um 15 Uhr wieder abreisen vom Sofa. Jetzt müssen wir nur noch diese ganzen Pakete hier rüberstellen, damit wir den Livestream beginnen können. Ich starte jetzt hier live in diesem Video den Livestream. Start in 3, 2, 1... Und du bist live! Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hella Labert Live. Heute mal wieder ein ganz besonderer Special Guest an meiner Seite und zwar Tom! Es gibt schon den ersten großen Fail. Alle schreiben, dass man nichts hört. Kein Ton, also Tom. Ich habe hier heute, ich komme hier bloß nicht an. Leute, hört ihr uns jetzt? Ist es jetzt besser? Jetzt habe ich einfach das Mikrofon rausgezogen. Man hört nichts. Hoffentlich hört man uns. Ja, jetzt hört man uns. Hella schminkt sich hier gerade mit den Sachen, die sie zugeschickt bekommen hat. Und es ist schon 13.30 Uhr. Das heißt, wir müssen nur noch 1,5 Stunden durchhalten und haben gerade eine Capri-Sun bekommen. Lecker. Wir haben heute noch keine Vitamine gehabt. Sehr vitaminreich. Ich liebe Capri-Sonne. Hier ist Vitamin C, Vitamin B3, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B1 und Biotin. Schmeckt gut? Ja. Schmeckt richtig gut. Ich möchte auch. Schmeckt's? Nicht alles austrinken. Ah. Herrlich, oder? Köstlich, ja. Leute, es ist 14.01 Uhr. Nur noch eine Stunde oder eher gesagt 59 Minuten. Krass, dann haben wir es geschafft. Dürfen wir das Sofa hier musst wieder du eigentlich auf Toilette? Verlassen. Ob ich auf Toilette muss? Ja. Nein, irgendwie nicht. Voll gut. Ja, wirklich. Aber warte mal kurz, sind wir nicht gestern erst um 15.15 Uhr aufs Sofa gegangen? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, um 15.06 Uhr haben wir gesagt, wir haben jetzt 5 Minuten Zeit, um uns Sachen zusammenzusuchen. Bis 15:15 Uhr. Stimmt. Okay, wir müssen bis 15.15 Uhr, das muss doch noch länger als eine Stunde. Ist es in Ordnung. Das halten wir jetzt auch noch aus. Das halten wir durch. Okay, und der Livestream übrigens ist geschafft. Also alle Pakete sind ausgepackt. Ja. Und ich glaube, wir beenden jetzt den Livestream, oder? Das hat mir sehr viel Spaß wieder gemacht. Vielen Dank an euch alle nochmal. So, sag tschüss. Boah, ich fall gleich um. Oh. Okay, ich hab's geschafft. Die Kamera steht so schief. Ich hab nicht mehr tschüss gesagt. Sag hier tschüss. Tschüss, Leute, an alle, die im Livestream dabei waren. Es war richtig, richtig cool. Ich hab aber die ganze Zeit gehustet, irgendwie. Ja, es ist echt schlimm weiß geworden. Ich nicht. Du bist gefühlt richtig krank geworden jetzt über Nacht. Ja, in allen 24-Stunden-Videos werde ich immer so krank. Ich glaube, ich ruhe mich jetzt einfach die letzte Stunde aus, dann geht sie schnell rum und ich denk nicht an die Toilette, dann muss ich auch nicht auf Klo. Oh mein Gott, ich hab mir jetzt einen Schuss. Oh. Was? Was ist, Hella? Ja, weißt du, wo ich das doch letztens schon hatte? So am Rücken. Okay, wir sind beide dead. Ich wollte eigentlich was richtig Witziges sagen, mein Rücken tut so weh. Oh mein Gott, ich kann mein Bein nicht mehr bewegen. Ist was? So weh. Dieses Video bringt uns echt an unsere Grenzen, Leute. Also 24 Stunden auf dem Sofa ist härter als gedacht. Tom meinte, alles was ich da reinkriege, muss er kaufen. Ja. Ja, das Video werden wir drehen. Ja, 14.26 Uhr. So langsam muss ich ehrlich gesagt auf Klo. Und wir müssen noch echt? Eine Dreiviertelstunde. Oh nein. Danach dürfen wir das ganze Chaos hier erstmal wegräumen. Das ist halt schrecklich. Ich glaube, dann machen wir ein Video 24 Stunden aufräumen. Du machst dir jetzt diese Bubble-Maske drauf. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, viel Spaß. Aber die darf man nur 10 Minuten einfügen lassen. Ja, dann machst du die halt wieder ab. Mit was soll ich die abmachen? Ja, abnehmen. Das ist ja so eine Maske zum Draufmachen. Mmh, Bubble-Mask. Jetzt leiden wir zusammen.
Ja. Yeah. Schön dran kleben. Ah, das kühlt schön. Das ist angenehm. Ach, jetzt muss ich so lange das hier aushalten, oder was? Ja, 10 Minuten. Dann kannst du sie abnehmen, aber abwaschen kannst du sie noch nicht. Tom, es juckt. Es juckt so unfassbar dolle. Willst halt abmachen. Echt jetzt? Ja. Du hast halt komplett Schaum im Gesicht. Ja, so fühlt sich's auch an. Oh, ich will es jetzt abwaschen. Noch eine halbe Stunde? Ja, juckt es. Ich muss auch ehrlich gesagt auf Klo langsam. Ja, wir müssen immer es dringender. Leider jetzt aushalten. Wir leiden zusammen. Wir leiden wirklich zusammen. Ich möchte gerne meine Haut abwaschen, weil die klebt jetzt so. Ja, das und ich möchte gerne auf Klo, Hella. Es sind noch... Eine Minute nur noch. Ja, 15 Sekunden. Eins. Und wow. Ja, wir haben es geschafft. Ja. Schnell auf Klo. Oh, Leute, wie sieht es hier aus? Es ist so schlimm. Nein, ich muss auf Klo. Okay, ich gehe nach oben. Gut, sag den Leuten noch tschüss. Wir beenden das Video jetzt. Das waren 24 Stunden. Bis zum nächsten Video wieder. Auf dem Sofa. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Ciao.